Grüß Gott, Frau Merkel. Der Leflotte hat aufgerufen, er will Fragen an Sie haben. Gut. Ich habe zwei Themen. Die Energiewende und die Wirtschaft. Oder Open Source Wirtschaft, Contra 4.0. Energiewende. Die Cash Foundation hat in Italien, in Bari, vor 3 Tagen übrigens, ein Plasma vorgestellt. Das kann man in der Küche zusammen mixen. Das ist frei verfügbar. Da muss man ein paar Gains zusammentun. Das Rezept wird hoffentlich noch online gestellt. Damit kann sich jeder ein Kraftwerk bauen zu Hause und damit seine 220 Volt produzieren. Könnte man sowas staatlich fördern? Können Sie mal mit der Cash Foundation reden? Die kommt aus dem Iran, der Erfinder kommt aus Afrika. Das ist eine Open Source University, die gibt es in Bari. Kann man seit Mai 2015 studieren. Ich glaube nicht, dass Sie davon schon gehört haben. Und das gibt eine Richtung vor. Diese Energiequelle ist patentfrei. Ja? Und das ist die hauptsächliche Richtung, in der ich dann auch wirtschaftlich reden werde, dass wir eine Basisentwicklung brauchen, denke ich. Sagen wir, 50% der Wirtschaft müssen patentfrei werden. Danach kann man Luxusartikel entwickeln. Aber vielleicht wird einmal die ganze Wirtschaft Open Source sein. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber das, glaube ich, wird sich dann mit der Zeit erweisen. Das Apple iPhone ist zum Beispiel zu, ich glaube, zu 60% aus Linux-Software. Linux-Software ist frei. Unsere Entwicklung läuft bereits in diese Richtung. Nur die Politik kommt mir vor, als bis jetzt noch nicht so wirklich überrissen. Sorry, aber ich war beim Kirchentag, wollte schon dort mit Ihnen reden und Sie sind sehr abgeschirmt. Es war leider nicht möglich. Mir ist aufgefallen, dass der Vertreter der Industrie 4.0, ich gehe jetzt auf die Wirtschaft, Punkt 2, sehr wohl gesagt hat, dass es Leute gibt, die ja alles freistellen wollen. Nicht unbedingt alles, aber ich bin so ein Vertreter dieser Open Source Economy. Es ist leider von der Runde damals niemand darauf eingegangen. Aber es gibt, und das ist jetzt Punkt 2, in Berlin selbst, die deutsche Abteilung der Open Source Economy, es sind 26 junge Studenten, glaube ich, die haben nach dem Vorbild von Marcin Jakubowski und der Open Source Ecology in Amerika drüben, der das 2012 hat er das vorgestellt, ich gebe aber Links in die Videobeschreibung, die entwickeln Solarprodukte, ein Auto gibt es schon in der amerikanischen Variante, es gibt hier verschiedene, also ich habe mir die Details jetzt nicht so angeschaut, ich kenne das Global Village Construction Set von der amerikanischen Variante besser, damit werben auch die Deutschen. Die Ziegelpresse wird weltweit gebaut, der Traktor ist in Ecuador bereits in Serie gegangen, hier gibt es bereits eine Erfolgsgeschichte, obwohl die Idee erst 3 Jahre alt ist. Das ist eine Entwicklung, das schlagt die Computerentwicklung, so schnell ist es noch nie gegangen. Deswegen hoffe ich, dass ich auf diesem Weg Ihnen das ein bisschen bekannt machen kann. Es gibt eine Open Source Economy, das ist gar keine Frage mehr, ob wir die wollen oder nicht. Ja. Die ist allerdings noch sehr klein. Und meines Erachtens wäre es politisch extrem sinnvoll, ja, das zu unterstützen. Ich würde folgenden Vorschlag machen, den Universitäten die Möglichkeit geben, ihren Studenten ein etwas höheres Stipendium zu geben, als sie eh schon kriegen, wenn sie gewisse technische Baupläne, die sinnvoll sind, in dieser Open-Source-Quelle jetzt in Berlin zum Beispiel, oder wo auch immer, das kann man europaweit machen, zur Verfügung stellen. Da kann man staatliche Open-Source-Plattformen einrichten, die dann technische Bauanleitungen für Traktoren, Solarzellen und weiß ich nicht was, online zur Verfügung stellen. Man fordert die Studenten dazu, man kann auch eine Doktorarbeit da reinstellen, ja. Das müssen sich dann die Firmen raussuchen, das ist ein anderes Wirtschaftsmodell. Da braucht man in den Firmen dann Leute, die richtigen Ideen suchen, die das und das dann bauen und das wird dann billiger her. Das ist dann billiger in der Produktion. Man zahlt nicht den Markennamen, man zahlt nur noch die eigentliche Produktionskette und nicht das Geheimnis. Die Entwicklung des Autos ist so gegangen, dass extrem viele Leute sich da dran gemacht haben. Und meines Erachtens ist es, also Ford, jeder kennt die Ford-Geschichte. Ne? Erst Ford hat mit seiner Fließbandentwicklung und mit vielen anderen Entwicklungen das Auto zu einem Massenprodukt gemacht. Und wir leben in einer Zeit, wo wir uns das, glaube ich, nicht mehr erlauben können,
Patenteliten zu produzieren, die sich dann in Recht streiten, wie Apple mit Samsung über Millionenbeträge machen, den Rechtsstreit, ob sich die Handys zu ähnlich schauen. Ich denke nicht, dass wir das wollen. Ja? Ich glaube, wir müssen in einer sozialen Marktwirtschaft auch eine soziale Wirtschaft produzieren und die muss patentfrei sein. Ich plädiere hier für eine soziale, patentfreie Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob die 100, die kann 100% sein, aber ich denke, das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Zunächst einmal sollte der Staat hier etwas machen. Für die Energiewende finden Sie die Quelle in Italien, ich gebe da auch einen Link drunter. Und für die Open Source Economy und die bereits vorhandenen Geräte gibt es eine Gemeinschaft in Berlin. Könnten Sie mal besuchen. Schöne Grüße von mir. Ich bin der Roland aus Innsbruck, eigentlich Theologe, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht kann ich auf diesem Weg mal ein bisschen Kontakt aufnehmen. Es würde mich freuen, wenn sich da irgendwas tut. Danke fürs Zuhören, Gottes Segen.